And they really want to win. So zwei, drei Stunden vorher kamen immer mehr und plötzlich stehst du dann im Stadion, ist ja relativ gut übersehbar, das Waldstadion, und dann stand ich da wirklich mit Augen wahrscheinlich wie zuletzt als Vierjähriger vor dem Christbaum, da sind, ich weiß nicht mehr, 23.000, 24.000 waren im Stadion. Und das wegen Football. Zum Start der 91er Saison gegen London kamen ca. 23.000 Zuschauer ins Waldstadion und im letzten Heimspiel waren es dann über 50.000. Unglaublich, ich werde es nie vergessen. Die Zuschauer hatten sich in die Galaxy verliebt und damals wurde der Grundstein gelegt für eine ganz spezielle Verbindung von Galaxy-Spielern und Galaxy-Fans. Frühjahr 1991. Die World League of American Football erblickt das Licht der Welt. Es war vor allem der Glanz der Frankfurt Galaxy, der dieser Liga den Weg leuchten sollte. Das Frankfurter Waldstadion erlebte wieder einmal den Rausch und die Faszination großer Sportereignisse. Neben Fußball etablierte sich ein zweiter Massensport in Frankfurt. Einer, der bisher in Deutschland eher im Verborgenen gefristet hatte und jetzt eine spektakuläre Erfolgsgeschichte erleben sollte. Erster General Manager der Galaxy war Oliver Luck. Visionär, Missionar, Mädchen für alles. Er hat die Galaxy ins Leben gerufen. Das Konzept der Power Party, die Fans mit einer riesigen Party im Stadion zu empfangen, das alles war seine Idee. Mit Oliver Luck hat wirklich alles angefangen. Oliver Luck, der hat den Weitblick unvorstellbar. Und dann kam der plötzlich und hat im Prinzip was ganz anderes gemacht. Er hat ein Produkt vermarktet, muss man wirklich sagen, ohne darauf zu achten, was das Produkt eigentlich ist, nämlich Sport, den in Deutschland kaum einer kannte. Wenn er in einen Raum reinkommt, der alle Blicke auf sich lenkt, der rhetorisch unglaublich stark war, der sehr positiv immer gedacht hat. Also ich denke, von Oliver Luck könnte man viel lernen, dass er eben nicht so in einen Kampf mit Leuten geht, sondern immer versucht, Brücken aufzubauen. Und das hat er halt, als er 1990, um das vorzubereiten, in die Region kam, blendend gemacht. Das Gesicht der Galaxy in den Jahren 91-92. Es trug die Züge des Oliver Luck. Ja, ich meine, es geht einfach darum, so Risiken einzugehen und auch den Fans, den Zuschauern gegenüber ganz offen zu sein. Ich war immer offen für Treffen mit den Fanclubs, für Gespräche, für Telefonate. Viele von den Vorschlägen, die wir umgesetzt haben, kamen von den Zuschauern. Die wollten halt was machen. Die sagten, hey, vielleicht mal, Herr Luck, können Sie das machen? Und wir haben uns überlegt, na, gute Idee, machen wir es. Weil wir sind am Ende des Tages für die Fans hier. Die zahlen das Eintrittsgeld, die unterstützen uns. Und ich meine, wir sind da immer für die Fans ganz offen. Die Galaxy am Anfang ihrer Geschichte. Am 23. März 1991 war der Kickoff im ersten Spiel der World League gegen die London Monarchs. Sportlich gab es gegen die Engländer nichts zu holen. 11-24 der Endstand. Doch Befürchtungen, die drei europäischen Teams der neuen Liga würden gegen die sieben Clubs aus Übersee alt aussehen, bewahrheiteten sich nicht.
Beim Auswärtsspiel gegen die New York New Jersey Knights fuhren die Galaktischen nach einem 10:3 Sieg in San Antonio gegen die Riders mit 27:11 ihren zweiten Sieg ein. Quarterback Mike Perez mit einem 3-Yard-Touchdown-Pass auf Cedric Gordon. Und nur wenig später Perez auf Tight End Chad Fortune. Die Frankfurter meldeten früh ihre Ambitionen in diesem Spiel an. Die deutsche Kicker-Tradition der Galaktischen begründete Stefan Maslow. 6 Punkte steuerte er zum Galaxy-Sieg bei. American Football, die in Deutschland neue, faszinierende Sportart, schlug in den Herzen der Fans erste zarte Wurzeln. Früh gebar die Liga auch ihre ersten Stars. Einer von ihnen, Quarterback Mike Perez, genannt The Golden Arm. Nach einer College-Karriere, gespickt mit Titeln und Rekorden, kam er über die Stationen New York Giants und Houston Oilers zur Galaxy. Aus seinen Händen flog das Ei durch eine erfolgreiche 91er-Saison. Mike Perez war sicher der zweitbeste Quarterback. Hat ein bisschen Probleme am Anfang, aber hat im zweiten Jahr da eigentlich bewiesen, wie gut er ist. Da hat man gemerkt, dass der wirklich hat auch NFL-Kaliber. Und dann hat er sich leider verletzt, aber Mike Perez war so viel besser als alle anderen. Das hat man dann leider gesehen, als er verletzt war. Doch ein Quarterback lebt von seinen Mitspielern. Hinter einer starken Offense-Linie mit dem späteren zweifachen Super Bowl-Gewinner David Diaz Infante und dem bärenstarken Kraft-3-Kämpfer Gary Frank sucht der Ballfänger. Anspielstation Nummer 1 war der Mann, dessen Name den Fans noch heute wie Butter auf der Zunge zergeht. Tony Baker, Nummer 33, der Touchdown-Maker. Zahlreiche seiner Rekorde nach der ersten Galaxy-Saison: die meisten Punkte, gefangenen Pässe, Laufyards, die meisten Touchdowns. Sein Name dominierte in allen Kategorien der umfangreichen Galaxy-Statistik. Und doch lag das Geheimnis des Galaxy-Erfolges vor allem in der Defense begründet. Angeführt von Wappy Pau lehrten die Abwehrrecken den gegnerischen Abwehrreihen das Fürchten. Kevin Chief Hendricks, Chris Williams, Kevin Wolfork. Namen, die Eingang fanden in die Annalen der Galaxy. Begann eine 5 Spieltage andauernde Siegesserie. Die Raleigh Durham Skyhawks führten bis 3 Sekunden vor Ende noch mit 28:23. Dann dies. Mike Perez, letzter Pass in die gegnerische Endzone, schon fast abgefangen. Doch das Ei entwickelte Eigenleben und fiel Cedric Gordon in die fangbereiten Arme. 0 Sekunden auf der Uhr. The winner, Frankfurt Galaxy. Das letzte Saisonspiel der Galaxy brach alle Zuschauerrekorde. Über 50.000 Fans belagerten das Waldstadion. Bis heute eine unerreichte Kulisse und für die immer noch junge Organisation der Galaxy eine gewaltige Herausforderung. Die Leute haben uns bereits in den Wochen vorher die Türe eingerannt. Es gab schon zum Spieltag selber keine Sitzplätze mehr. Es waren 10.000 Stehplätze verkauft und ich habe damals schon warnend gesagt, Leute, passt auf, das Ding könnte wirklich überquellen. Der Galaxy fehlte nur ein Sieg, um neben den bereits qualifizierten London Monarchs anstelle der Barcelona Dragons in die Playoffs einzuziehen. Aber auch die Begeisterung für den neuen Sport half nichts. Frankfurt verpasste den Einzug in die Endrunde mit 13:24. Doch die Galaxy hatte ihr Geburtsjahr mit Bravour absolviert und American Football in Frankfurt etabliert. Ein Jahr später. Die Galaxy war zu Gast bei den London Monarchs. Als die beiden stärksten Quarterbacks der Liga galten Stan Gelbo und Mike Perez. Es war das frühe Highlight in der noch jungen Saison und sollte über die Vorherrschaft in der europäischen Division entscheiden. Und es wurde das erwartete Feuerwerk der beiden Spielmacher mit dem besseren Ende für Mike Perez, der nach einer 28:14 Führung der Engländer ein sensationelles Comeback startete.
Er warf 4 Touchdown-Pässe und führte die Galaxy zu einem 31-28 Sieg im Wembley-Stadion. Und damit ungeschlagen zum ersten Heimspiel ins Frankfurter Waldstadion, wo die Fans inzwischen sehnsüchtig auf die Heimkehr der Galaktischen warteten. Und wie? Die Powerparty auf dem Vorfeld, ureigene Erfindung der Galaxy. Mit Werner Reinke als Fan am Mikrofon. Lockte meist über 10.000 Zuschauer schon Stunden vor dem Spiel an. Das Konzept Powerparty, eine erfolgreiche Gemeinschaftsproduktion, hatte viele Väter. Oliver Lack, das ist Christoph Heine. Christoph hat dann Werner Reinke und die Firma CCS mit reingebracht. Die haben dann sehr viel Gedanken darauf verwendet, wie sie denn dieses Football-Thema präsentieren können, weil der Football-Sport als solcher erstmal Anfang der 90er Jahre nicht wirklich bekannt und populär war. Es war von Anfang an klar, dass die Entertainment- und Event-Schiene extrem wichtig sein müsste. Die Zuschauer sollen nicht eben nur für das Spiel ins Stadion kommen, sondern für die Gesamtveranstaltung. Aber diese Gesamtveranstaltung musste erstmal geschaffen werden. Und das gelang so gut, dass die Power Party bis heute als wegweisend für die Präsentation des American Football gilt. Auf dem Vorfeld beginnen Tausende den Spieltag mit einer Riesenparty, die jedermann etwas bietet. Herz und Mittelpunkt natürlich die Power Party. Bis ins Jahr 2000, moderiert von Werner The Voice Reinke. Ein Mann mit Charisma. Und der Werner ist aus der Unterhaltung gekommen, ist vom HR gekommen, hat lange Radio gemacht und konnte halt unglaublich gut diese Party vor dem Spiel draußen auf dem Vorfeld, wie dann eben auch die Stimmung im Stadion gestalten. Über seine Stimme, über seine sehr, sehr gute Bindung zum Publikum. In der Folge erlebte die Galaxy die längste Niederlagenserie ihrer Geschichte. 7-mal in Folge verließen die Frankfurter als Verlierer den Platz. Darunter 2 knappe 17-20 Misserfolge gegen Barcelona und, besonders ärgerlich angesichts der Schiedsrichterleistungen, gegen Neueinsteiger Ohio Glory. Die Playoff-Chancen waren früh dahin. Besonders deprimierend die 0-38 Heimschlappe gegen Orlando Thunder unter ihrem Headcoach Galen Hall, der auch in späteren Jahren ein Abonnement auf Siege gegen die Galaxy zu haben schien. Nicht nur das Queen-Double, sondern auch annähernd 40.000 Zuschauer erschienen zum versöhnlichen Saisonabschluss, einem 19-16 Sieg über London. Noch ahnte freilich niemand, dass es ein Abschiedsspiel war. Denn die Liga schloss 1992 überraschend ihre Pforten. Die Gründe dafür lagen hauptsächlich in Übersee. Gescheitert ist das ganze System daran, dass die Kosten durch die Nordamerika-Europa-Schiene einfach ins Immense gewachsen sind. Das war schon sehr enttäuschend. Ich habe heute noch den Brief der Liga, in dem man uns Dank aussprach für unsere Arbeit, aber dass die Liga ihren Betrieb jetzt einstellen würde. Das hat uns alle sehr getroffen, dass es so gekommen war. Diese Entwicklung bedeutete auch den Abschied von Jack Elway, dem Coach der ersten 2 Galaxy-Jahre. Nach einer herausragenden Trainerkarriere an verschiedenen Colleges und seiner Tätigkeit als NFL-Scout für die New York Jets war die Galaxy auch für ihn ein erfüllter Traum. Und bis heute wird sein Name in Frankfurt in allen Ehren gehalten. Gegen das drohende Ende machten die Galaxy-Anhänger zum Erstaunen der NFL-Owner mobil. Und wir haben damals über 15.000 Unterschriften dem Oliver Lapp mitgegeben, damit er Paul Tagliabue der NFL zeigt, dass wir diesen Sport wollen, dass dieser Sport zurück muss und dass der NFL was verloren geht, wenn sie diese NFL Europe dann nicht mehr aufbaut, diese damalige World League nicht wieder zurückbringt. Der Liga brachte American Football zurück ins Frankfurter Waldstadion. Doch vieles hatte sich verändert. Die Teams aus Übersee hatten die 2-jährige Pause nicht überlebt. Die Galaxy startete mit den London Monarchs und den Barcelona Dragons zusammen in eine Liga mit 3 neuen europäischen Namen. In Amsterdam spielten die Admirals, in Schottland die Claymores und aus Düsseldorf meldete sich Rheinfire in der neuen Liga zu Wort.
Und die Spiele zwischen Main und Rhein sind bis heute die Highlights in jeder Galaxy-Saison. Im Mai 1995 gastierte Fire zum ersten Mal in Frankfurt. Quarterback Paul Justin führte die Galaxy-Offensive an, in der sich mit Bobby Olive, Mike Bellamy und Mario Bailey die Crème de la Crème der Liga-Receiver vereinte. Aber auch in der Abwehr war die Galaxy erstklassig. 23 Interceptions in 10 Spielen fingen die Verteidiger mit Chris Hall, Jack Kellogg und Johnny Dixon an ihrer Spitze. Ein Rekord, der bis heute gilt. Die Galaxy ging zweimal in Führung. Ein 40-Yards-Touchdown-Pass von Justin auf Bellamy brachte die frühe 6:0-Führung. Die neue Identifikationsfigur, der deutsche Kicker Ralf Kleinmann, verwandelte den Zusatzpunkt sicher. In der Verlangsamung der Bilder schön zu sehen, wie sich Bellamy gegen zwei Verteidiger durchsetzte. Nach dem 7:7-Ausgleich für Düsseldorf legte die Galaxy noch einmal vor. Paul Justin nun auf Mario Bailey zum 14:7. Doch danach erspielte sich Rhein Fire den ersten Sieg im Stadion des kommenden großen Rivalen. Er fiel mit 41:28 recht deutlich aus. Galen Hall, inzwischen Head Coach in Düsseldorf, war erneut der Sieger. Ernie Stoutner, der neue Head Coach in Frankfurt, stand nach diesem Spiel vor einer schweren Aufgabe. Der World Bowl in Amsterdam war nur noch mit 3 Siegen in Folge zu erreichen. Und genau dieses Kunststück gelang Iron Ernie mit seiner Mannschaft. Zu Hause gegen Amsterdam, auswärts in Schottland und Barcelona holte er die 3 nötigen Siege zum Erreichen des World Bowl im Olympiastadion Amsterdam gegen die Admirals. Und eine gewaltige lila-orangene Karawane begleitete die Mannschaft nach Holland. Auch in Amsterdam grassierte nun das Football-Fieber. Das Endspiel der Saison 95 war eine Aufführung in 3 Akten. In der ersten Halbzeit dominierten die Verteidigungsreihen. Und erst 1:10 vor dem Ende fielen die ersten Punkte durch einen Touchdown-Pass auf Ernie Jones. Postwendend allerdings die Antwort der Galaxy. Der Top-Quarterback der Liga, Paul Justin, auf den Super-Receiver Bobby Olive. Zur Halbzeit lagen die Admirals knapp mit 7:6 in Front. In der Verlangsamung der Bilder ist dieser unglaubliche Catch noch einmal zu bewundern. Gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnittes gerieten die Admirals nach einem Fumble, einem unnötigen Ballverlust, unter die Räder einer entfesselt aufspielenden Galaxy-Mannschaft. Die Admirals wussten nicht, wie ihnen geschah. Nach nur 19 Minuten lag die Galaxy mit 26:7 in Front. Das Spiel schien entschieden, die Holländer geschlagen.
got the wing. No, 87. I had 87 the wing. I see yeah, went down. Wing. I went down with right, him. But you got to stay outside of it. Doch die Admirals, die mit einem 9:1-Rekord ins Endspiel eingezogen waren und nur ein einziges Spiel in der Vorrunde, bezeichnenderweise gegen die Galaxy, verloren hatten, waren noch nicht zur Aufgabe bereit. Mit nur knapp 10 Minuten auf der Spieluhr begann Teil 3 der Aufführung, die Amsterdamer Aufholjagd. Sekunden vor Spielende war alles wieder offen. Dieses Herzschlagfinale brachte die Entscheidung. Am Ziel aller Träume. World Bowl Champion 1995. Die Emotionen der Spieler und Fans waren unbeschreiblich. Im April 1996, als Ernie Stoutner mit der World Bowl Trophäe ins Frankfurter Waldstadion einzog. Den Austragungsort des Endspiels konnte sich die Mannschaft sichern, die nach Abschluss der Hinrunde die Tabelle anführen würde. Und die Galaxy begann die Saison mit 4 Siegen, war nunmehr seit 8 Ligaspielen ungeschlagen. Doch auch die Claymores aus Schottland und der Cheftrainer Jim Kriner waren bisher ohne Niederlage in der laufenden Saison. In Woche 5 trafen sich beide Teams im Waldstadion. Der Sieger dieser Partie würde sich also den Einzug ins Finale und das Heimrecht sichern. Doch es sollte nicht der Tag der Frankfurter werden. Vor allem das variable Angriffsspiel der Schotten bereitete der Frankfurter Defense Schwierigkeiten. Neben dem überragenden Running Back Zeran Stacy, einem Mann mit enormem Durchsetzungsvermögen und pfeilschnellem Antritt, der kaum zu stoppen war, hatten die Gäste mit Jean LaChapelle auch noch einen brandgefährlichen Receiver. Das Frankfurter Angriffsspiel funktionierte an diesem Tag überhaupt nicht. Steve Pellur und später auch Brad Bretz warfen unnötige Interceptions. Die Schotten gewannen mit 20:0 und ließen enttäuschte Frankfurter Fans und Spieler zurück. Diese Niederlage hinterließ tiefe Spuren. Gegen London, Schottland und Düsseldorf setzte es in der Folge Niederlagen. Und so musste die Galaxy im letzten Saisonspiel in Amsterdam siegen, um erneut in den World Bowl einzuziehen. Und die Galaxy war entschlossen, ihre Chance zu nutzen. Steve Pellur auf Gary Harrell, ein fabelhafter Touchdown zu Beginn der Partie. Das entlockte selbst Ernie Stoutner. Ein Lächeln. Und Frankfurt agierte weiter im Vorwärtsgang. Steve Pellur diesmal präzise durch 3 Gegenspieler genau in die Hände von Jay Kearney.
Die Frankfurter bauten ihre Führung weiter aus. Und noch einmal in dieser Partie funktionierte dieses Duo. Steve Pelour auf Jay Kearney, die Galaxy marschierte in Richtung World Bowl. Bobby Phillips, der Running Back der Frankfurter, besiegelte mit seinem Touchdown schließlich die Niederlage der Holländer, die an diesem Tage gegen die Galaxy chancenlos waren. Die Galaxy stand also erneut im Endspiel der World League. Und dieses Mal hieß der Gegner Scottish Claymores, die Mannschaft, gegen die man in der Vorrunde zweimal verloren hatte. Nicht nur DSF-Kommentator Michael Lang konnte den Beginn des Endspiels im Murrayfield-Stadion in Edinburgh nicht fassen. Schlechter hätte die Frankfurter Mannschaft nicht in das entscheidende Spiel starten können. Und das ist der erste Touchdown für die Schotten. Ja, was ist denn los, um Himmels Willen? Was sie machen müssen, wollte ich sagen, ist eine konstante Offense. Und was ist... Der erste Ballverlust nach dem Kickoff-Receiving der Frankfurt Galaxy und ein Touchdown durch die Schotten. Ich krieg die Krise. Doch die Galaxy kam schnell zurück. Dieser Reverse, ein Trickspielzug, brachte der Galaxy die ersten Punkte durch Jay Kearney. Der Einsatz des Teams war total. Quarterback Steve Pelour war bei diesem Spielzug höchstpersönlich als Blockspieler im Einsatz. Ein seltenes Bild. Kurios die folgende Szene. Pelour über 45 Yards auf Gary Harrell. Der Pass war schon abgefangen, fand aber mit Glück doch noch seinen Adressaten. Die Führung besorgte dann Mario Bailey. Auf, wer war's? 81 Mario Bailey. Jetzt im ersten Versuch, aber wenn die Defense jetzt stark bleibt, dann können sie es vielleicht verhindern, dass sie noch. Danach waren wieder die Schotten am Zug. Ein kurzer Blick. Ein schöner Pass von Jim Ballard auf Joe Murphy. Das Spiel war wieder ausgeglichen. Joe Murphy. Jim Ballard. Du hast die meiste Zeit in San Diego drüben bei den Chargers. Der zweite Fumble im Kickoff-Return brachte die Galaxy erneut ins Hintertreffen. Die Schotten nahmen das Gastgeschenk gerne an. Wieder wirft Jim Ballard und erneut packt Joe Murphy zu. Die Claymores liegen zur Pause mit 19 zu 14 vorne. Den würde ich gerne in der Zeitlupe sehen. Hier haben wir die Zeitlupe. Joe Murphy. Es kommt der Pass. Mit dem Halbzeitstand 19 Punkte für die Claymores. Und aber auch die Breitschwerter fumbelten den Ball. Doch mit mehr Glück, denn Scott Cooper, das schottische Eigengewächs, ist zur Stelle und sichert den Ball für die Claymores. 22 zu 10 waren die Highlander zu Beginn des dritten Spielabschnittes schon vorn. Da keimte bei den Galaktischen wieder Hoffnung auf. Steve Pelour, 32 Yards, Touchdown-Pass auf Mario Bailey. Die Galaxy war wieder bis auf 2 Punkte an die Schotten heran. Doch zum dritten Mal funktionierte das Highlander Traumduo dieses Tages. Jim Ballard auf Joe Murphy. Der alte Abstand wurde wieder hergestellt. Dem Gesetz der Serie folgend war jetzt Frankfurt wieder an der Reihe. Steve Pelour mit weitem Pass auf James Fuller. Doch der hat in der letzten Saison für die Galaktischen gespielt. Jetzt schien er in den schottischen Farben mit seiner Interception die Entscheidung zugunsten der Nordmänner erzwungen zu haben. In der Folge 3 weitere Punkte für die Schotten. War das noch aufzuholen? Für die Scottish Claymores. Ein normales Field Goal im Football zählt 3 Punkte. Bei der World League of American Football gilt die Regel, wenn man über 50 Yards kickt, ganz klar ein Face Mask.
2 Minuten 49 Sekunden vor Ende des Spiels gab es doch noch einmal Hoffnung. Ein Touchdown durch Steve Pelur und der Extrapunkt durch Ralf Kleinmann brachten Frankfurt auf 5 Punkte heran. 32:27 der Spielstand jetzt. Die Galaxy Defense stoppte den letzten schottischen Angriff und plötzlich war 32 Sekunden vor Ende der Sieg greifbar nahe. Die Galaxy brauchte im 4. Versuch bereits auf der eigenen 47-Yard-Linie ein First Down. Doch was dann geschah, konnte zunächst keiner begreifen. Weiter, Jungs. 23:22. Spike den Ball. Was haben wir denn jetzt? Warum pfeifen die Schiedsrichter ab? 19 Sekunden noch zu spielen. Wahnsinn. Ringo selber sehr schön aufgepasst im Ball. Eine bisher in der Liga noch nie angewandte Regel brachte jetzt die Galaxy um ihre Siegchance. Der Snap durch Steve Pelurs Beine gilt als Fumble und der darf in den letzten 2 Spielminuten nur durch ihn selbst wieder aufgenommen werden. Ingo Seibert war reaktionsschnell, machte alles richtig und doch leider falsch. Die Galaxy in diesem Jahr nur 2. Sieger. Werner Hippler, Michael Lange, dem ganzen DSF-Team, live aus Edinburgh und diesem Turnier zurück nach München. Danke. Den beiden World Bowl-Teilnahmen folgte 1997 ein eher mageres Sportjahr der Galaxy. Höhepunkt der Saison vor über 40.000 Zuschauern im Waldstadion, natürlich das Derby gegen Rhein-Fire. Doch wieder, zum 3. Mal, gingen die Frankfurter trotz guter Leistungen als Verlierer vom eigenen Rasen. Und erneut war es mit 20:21 denkbar knapp. Doch 2 Männer rückten in ihrer 3. Galaxy-Saison immer mehr ins Rampenlicht. Mario Bailey und Ralf Kleinmann waren auf dem besten Wege, zu herausragenden Spielern der Galaxy-Geschichte zu werden. Kleiner, leichter Spieler, der die Bälle über die Mitte gefangen hat, da die harten Hits kassiert hat, aber immer alles für die Mannschaft gegeben hat. Und ich glaube, solange er gespielt hat, wenn wir 2 Minuten vor Schluss zurücklagen, dann hat man immer noch geglaubt, wir gewinnen das, weil der Mario das will. Das war seine Bühne und absoluter Superstar. Kicker, der es mit jedem der Amerikaner aufnehmen konnte und so auch von den Coaches gesehen wurde, während sonst ja die National Kicker, wie sie genannt werden, eigentlich nur aufs Feld kommen, wenn sie müssen. Ralf, da gab es nie eine Frage, dass unser Kicker, ob es 50 Yard sind oder 20 Yard, die Kickoffs hat er super gemacht über all die Jahre, unglaublich cool. Sofort nach dem Spiel hat er gewusst, wo sein Platz ist, bei den Fans. Vor dem letzten Heimspiel hatte die Galaxy in dieser Saison mit einer Bilanz von 3:5 nur noch theoretische Chancen auf den Einzug ins Endspiel. Doch die Mannschaft spielt an diesem Tag auch für den Chef. Eine Legende im professionellen Football. Ihr Geschenk, der 29:17-Sieg. Ernie Stoutner, der Frankfurter Headcoach, nahm an diesem Tag Abschied von Frankfurt und von seinem Sport. 45 Jahre hatte Iron Ernie Football gelebt. War als Spieler 9-mal in den Pro Bowl gewählt worden, hatte als Defensive Coordinator 2-mal den Super Bowl mit den Dallas Cowboys gewonnen und wurde 1969 in die Hall of Fame aufgenommen. Ich danke euch alle für die wunderbare Unterstützung in den letzten 3 Jahren. Ihr seid und bleibt die besten Fans der Welt. Ich liebe sie. Über 40.000 Frankfurter Fans waren gerührt und rührten auch Ernie mit diesem stimmungsvollen und würdigen Abschied. Das Jahr 1998 elektrisierte die Galaxy-Fans bereits vor dem ersten Kickoff der Saison. Das Frankfurter Waldstadion war von der Liga, jetzt unter dem neuen Namen NFL Europe League, bereits im Oktober des Vorjahres als Austragungsort für das Finale bestimmt worden.
Sechsmal in diesem Jahr also musste das Stadion für ein Galaxy-Spiel hergerichtet werden. Das brachte hin und wieder auch mal überraschende Probleme mit sich. Da, wo die Galaxy mit lila Farbe gearbeitet hat, in dem Boden, der lebt ja, da sind ja Würmer drin. Und diese Würmer, die scheiden durch die Nahrungskette, die scheiden im Frühjahr manchmal violette Farbe aus. Und das sieht natürlich auf dem Rasen hervorragend aus, wenn die kleinen violetten Häufchen da drauf sind. Also ist schon hübsch. Die Saison stand also von Beginn an nur unter einem Motto, Mission World Bowl. Denn die Galaxy wollte natürlich unter allen Umständen das Finale im heimischen Stadion erreichen. Der neue Headcoach der Galaxy hieß Dick Curl. Er war gefordert. Und er kam mit einer Empfehlung. 1997 hatte er als Offensive Coordinator unter Jack Bignell die Barcelona Dragons zum World Bowl Triumph geführt. Dieses Mal sollte es ein Sieg als Headcoach werden. Es geht immer nur um eines, den World Bowl zu gewinnen. Nur darum geht es, darum sind wir hier, darüber unterhalten wir uns, das ist mein Ziel. Dick Curl und sein Team war bereit, das letzte Hemd für ein Happy End im Waldstadion zu geben. Doch nach 6 Spielen stand die Galaxy mit nur 3 Siegen hinter den Konkurrenten Rhein-Fire mit 6 und Amsterdam mit 4 Siegen. Besonders schmerzlich, auch im 4. Anlauf, gelang den Frankfurtern im eigenen Stadion wieder kein Sieg gegen Düsseldorf. Sollte das große Ziel nicht verfehlt werden, gab es also nur eine Devise. 4 Siege in Folge mussten her. Und von jetzt an spielte die Galaxy Volldampf-Football. Sieg Nummer 1 mit 25-7 zu Hause gegen die Admirals. Danach mussten die Schotten zweimal dran glauben. 15-12 in Schottland, 21-10 der Endstand im Waldstadion. Es folgte die Revanche für die Heimspielniederlage gegen Rhein-Fire. 20-17 in Düsseldorf und die Galaxy hatte es geschafft. Frankfurt würde vor eigenem Publikum um die Krone der NFL Europe League kämpfen. In Frankfurt. Endlich wurde ein lang gehegter Traum wahr. 225 Millionen Zuschauer aus 150 Nationen. 50.000 Zuschauer im Stadion. Ein würdiger Rahmen für das Deutschland-Derby im Kampf um den World Bowl. Die Galaxy erreichte zum 3. Mal in den letzten 4 Jahren das Endspiel und begrüßte zahlreiche Gäste, die zur Unterstützung der Mannschaft angereist waren. Ex-Quarterback Paul Justin und Ex-Headcoach Jack Elway waren gekommen, um der Mannschaft die Daumen zu drücken. Ein großer Sporttag in Frankfurt und Gelegenheit, endlich Rhein-Fire zum ersten Mal im eigenen Stadion zu besiegen. Doch am Ende sollten die Frankfurter wieder im Regen stehen. Quarterback Chris Ditto konnte den verletzten Damon Ewart nicht ersetzen. Die Galaxy kämpfte aufopferungsvoll, doch die unheilvolle Serie gegen Düsseldorf, sie riss nicht. Die 5. und die bitterste Heimniederlage besiegelte den Titelgewinn für Rhein-Fire. Ein positives Fazit stand am Ende der Amtszeit von Chris Heine, General Manager der Galaxy seit 95. Dass der World Bowl nur 2 Jahre später ins Waldstadion zurückkehren würde, seine Arbeit war einer der Grundsteine dafür. Ich denke, man wird jetzt schon wieder spekulieren, ob man nicht dieses Endspiel nochmal nach Frankfurt verlegen sollte, weil es ein so gigantischer Erfolg war. Man darf dabei nicht vergessen, es haben eine 250 Millionen Menschen gesehen in ganz, ganz vielen Ländern auf der Erde und der Fernsehproducer des amerikanischen Senders Fox, der es gemacht hat, sagt halt, das war mit Abstand der beste World Bowl, den wir je gemacht haben. Und das waren die tollsten Bilder und das waren vor allen Dingen die tollsten Fans. Ja. Herzlich willkommen zum Vorbericht des ersten Spiels der Saison in der neuen Saison der NFL Europe 99. 9 Monate Pause sind vorbei und es geht wieder los und das gleich mit einem echten Knaller. Das Spiel Berlin Thunder gegen Frankfurt Galaxy und echte Football-Fans wissen natürlich, dass man, wenn man bei Galaxy antritt, in einen echten Hexenkessel gerät. Frankfurter Waldstadion. 99 wurde das Jahr der Frankfurt Galaxy. Als erstes bekam dies der Neuling der Liga, Berlin Thunder, die das ausgeschiedene Team der Monarchs ersetzte, zu spüren.
Cheftrainer Dick Curl hatte mit Jack Delhomme und Pat Barnes gleich zwei erstklassige Quarterbacks zur Auswahl. Und er macht aus der Not eine Tugend. Jack spielte das erste und dritte Quarter, Pat das zweite und vierte. Mit dem inzwischen dienstältesten Spieler der Liga Mario Bailey und seinem Wide-Receiver-Kollegen Andy McCullough hatten die Spielmacher zwei Top-Anspielstationen zur Auswahl. Und was die Galaxy ihren Fans gleich am ersten Spieltag präsentierte, riss die Fans von den Sitzen. Der zweite Touchdown-Pass von Pat Barnes. 21:20 lautete der Endstand im Waldstadion und diesen einen entscheidenden Punktunterschied verdankte die Galaxy ihrem deutschen Ausnahmekicker Ralf Kleinmann, der in diesem Spiel mit einem 53-Yards-Field-Goal 4 Punkte erzielte und damit seinen Karriererekord aufstellen konnte. Der freut sich wie ein Junger. Wunderbar gemacht von Ralf Kleinmann, 14:10. Frankfurt ist für die meisten der amerikanischen Spieler die erste Station außerhalb der Staaten und immer auch eine persönliche Erfahrung. Die Zukunft liegt für viele noch im Dunkeln. Ihre weitere NFL-Karriere ist ungewiss. Selbst die nähere Zukunft ist noch maßgeblich von Hoffnungen geprägt. Pat Barnes. Nach der Saison bin ich erstmal arbeitslos und hoffe, mir einen Platz in einem NFL-Trainingscamp sichern zu können. Ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Wo ihn die Fans in Woche 4 der 99er Saison allerdings erwarteten, das war völlig klar. Der herbeigesehnte erste Heimsieg gegen Rhein-Fire war auch sein Verdienst. Er warf den einzigen Touchdown des Spieles auf Mario Bailey. Die Galaxy dominierte das Spiel und musste am Ende doch noch zittern. Erst anderthalb Minuten vor dem Ende des Spiels fiel die Entscheidung zugunsten der Frankfurter. Durch einen unvollständigen Pass von Jim Arulanes. Die Mannschaft lag danach mit 3 Siegen und einer Niederlage in einer günstigen Ausgangsposition im Rennen um den Einzug ins Finale. Doch noch war der Weg sehr weit. Nach einer unnötigen 15:21 Niederlage in Barcelona unterlag die Galaxy auch im Heimspiel gegen Schottland nach einem offenen Schlagabtausch. Beide Teams agierten bedingungslos offensiv und das schlug sich auch im Spielstand nieder. 35:42 unterlagen die Galaktischen den Highlandern. Letztlich sehr knapp. Kuriosum am Rande, das Hinspiel hatten die Frankfurter in Schottland exakt mit dem gleichen Ergebnis für sich entschieden. Das Spiel in Düsseldorf, das eine Vorentscheidung über die Teilnahme am World Bowl bringen sollte. Gleichauf in der Tabelle war für beide Teams Gewinnen Pflicht. Doch nur einer konnte den Platz als Sieger verlassen. Dass es diesmal die Galaxy war, lag an zwei deutschen Spielern. Der Spielstand 18:20 gegen die Galaxy. Nur noch 2:05 auf der Uhr. Die Frankfurter brauchten ein First Down, um die Angriffsserie am Leben zu erhalten. Es wird richtig laut im Rheinstadion in Düsseldorf. Des Öfteren schon war in solch einer Situation auf Werner Hippler Verlass. Auch dieses Mal. Mit
Zeit über die Mitte zum First Down auf Werner Hippler. Er war mit Abstand der beste deutsche Footballspieler seiner Zeit. Da gibt es überhaupt keine Frage. Als er noch in Köln gespielt hat, hat er auch mal bei uns in München gespielt. Das war ein Talent, das findest du sonst nicht. Er hat dann konsequent seinen Weg gegangen, ging nach Amerika ans College, hat da noch sehr viel mehr gelernt. Und ich habe wirklich gehofft, dass er der erste Deutsche wird, der es auch in die NFL schafft. Genau, First Down an der 35-Yard-Linie für die Frankfurt Galaxy. Der Pass von Leon über die Mitte, erfolgreich. Den Sieg perfekt machte dann Ralf Kleinmann. Sein 21-Yards-Field-Goal, 18 Sekunden vor Ende der Partie, verzückte die Lila und entsetzte die weinrot gewandeten Fans. Doppelerfolg in dieser Saison, also gegen den deutschen Rivalen vom Rhein. Und Ralf Kleinmann war es auch, der den Endspielgegner der Galaxy bestimmte. Beim letzten Spiel der Hessen gegen Barcelona konnte Düsseldorf nur hoffen, dass die Galaxy die Oberhand behalten würde. Dann wäre Feier doch noch ins Endspiel eingezogen. Zweimal innerhalb der letzten zwei Minuten hätte Ralf die Galaxy noch zum Sieg schießen können. Doch sein schwarzer Tag bedeutete das Aus für Rhein Feier und die Qualifikation der Katalanen. Ralf Kleinmann kommt zwar aus Köln, aber so weit geht die Feindschaft zu Düsseldorf dann doch nicht. Er war der enttäuschteste aller Spieler. Danach waren auf den Gesichtern der Trainer die Spuren dieses nervenzerfetzenden Spektakels deutlich zu sehen. Der World Bowl im Düsseldorfer Rheinstadion gegen die Barcelona Dragons sollte den zweiten Titel der Galaxy-Geschichte bringen. Im Endspiel zeigte das 99er-Team noch einmal seine überragende Angriffskunst. Jack Delhomme und Pat Barnes produzierten 302 Yards durch die Luft und 203 auf dem Boden. 29 First Downs standen 18 der Dragons gegenüber. Diese Angriffswucht gab letztlich den Ausschlag. Aber egal, was er macht, mach es gut jetzt. Und einer, der bereits ein klasse Frühjahr gespielt hatte, zeigte erneut eine überragende Leistung, Andy McCullough. Er fing alles, was in seine Reichweite kam und angelte sich auch den letzten Galaxy-Touchdown dieser Saison. Ein Catch, der so nicht oft gelingt. Andy McCullough wurde MVP des World Bowls und die Galaxy das erste Team, das bereits zwei World Bowl-Siege aufweisen konnte. Eine echte Erfolgsgeschichte. Natürlich leichter anzuspielen für einen Quarterback, weil man ihm einfach den Ball hoch zuwerfen kann. Und er pflückt ihn sich dann irgendwie aus der Luft und macht den Catch. Hey, call me so! Bis zur offiziellen Eröffnung der Saison 2000. Das Ganze wurde kombiniert mit der Super Bowl Party im Frankfurter Marriott Hotel. Die Frankfurt Galaxy Cheerleader unter ihrer langjährigen Chefin Anja Kuch stimmten die Fans auf die bevorstehende Saison ein. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um der Galaxy ihre Referenz zu erweisen. Die Euphorie war groß, doch die Saison, sie lief nicht nach Wunsch. Hey! Head Coach Dick Curl hatte zwar den einen der beiden Quarterbacks, Pat Barnes, wieder im Aufgebot, doch Jack Delhomme kam nicht wieder.
Spielmacher Ted White sollte in die Fußstapfen seines Vorgängers treten und als zweiter Kopf des doppelköpfigen Monsters die Triumphe des Vorjahres wiederholen. Doch die Taktik ging nicht auf. Der Erfolg des Vorjahres blieb aus. Quarterback Ted White erlebte eine deprimierende Saison in Frankfurt. Und das, obwohl Dick Curl dem Spielmacher bis zuletzt sein Vertrauen schenkte. Nach den ersten 5 Spielen stand die Galaxy mit nur einem Sieg da. Der Zug zum Endspiel im heimischen Waldstadion war schon früh ohne die Frankfurter abgefahren. Die bitterste Stunde schlug der Galaxy am 4. Juni, als Rhein-Fire die Frankfurter im eigenen Stadion vor über 41.000 Zuschauern mit sage und schreibe 53-14 demontierte und verbannte die Galaxy auf die Zuschauerränge beim zweiten World Bowl-Sieg von Rhein-Fire im Frankfurter Waldstadion. 2001 begann mit 2 neuen Gesichtern, Head Coach Doug Kraber und Stadionsprecher Steffen Popp. Sie sangen sich Mut zu, denn für beide galt es, in große Fußstapfen zu treten. Okay, Coach, this song is only for you. You know the song. I just prepared it for you, okay? Coach Doug Kraber had a team. Now it's your turn. E-I-E-I-O. All right. And with this team, he wants to win. The World Bowl, World Bowl, World Bowl. Okay, that's all I want to know, okay? Thank you very much, Doug Kraber. Über 40 Fans hatten die Galaxy ins Trainingslager nach Tampa begleitet, um die Mannschaft bei ihrer Saisonvorbereitung zu beobachten. Nicht zuletzt aber auch, um einen letzten, wehmütigen Blick auf einen der ganz großen Galaxy-Stars zu werfen. Wenn auch im falschen Trikot, im falschen Team, in der falschen Liga. Doch für die Frankfurter Fans wird Mario Bailey immer ein Galaxy-Idol bleiben. Sportlich sollte die Saison 2001 die bislang schlechteste der Galaxy werden. Und das, obwohl mit Michael Bishop ein Top-Quarterback in den Reihen der Men in Purple stand. Schnelles Auge, starker Arm, die Fähigkeit zu improvisieren. Er fand auch in schwierigen Situationen oft noch eine Anspielstation. Auch die Nationals waren stark besetzt. Mit Daniel Benetka war sogar ein sächsischer Hühne dabei. Er sollte es noch bis ins Trainingscamp der Indianapolis Colts schaffen. Auch wenn die Saison nicht so gelaufen ist, wie wir uns das alle vorgestellt haben, möchte ich mich bei euch allen bedanken. Ihr seid ein würdiger 12. Mann und wir haben euch viel zu verdanken. Und wir hoffen, dass wir euch alle nächstes Jahr wiedersehen und dass wir nächstes Jahr den World Bowl endlich nach Frankfurt bringen. American Football in Frankfurt noch immer exotisch, aber dank der Galaxy längst kein Fremdkörper mehr. Die Geschichte des Teams, sie wird weitergeschrieben werden. Das Flaggschiff der Liga ist wieder auf Kurs in Richtung neuer Triumphe. Und wer weiß, vielleicht wird schon die laufende Saison einen weiteren Glanzpunkt in der ruhmreichen Bilanz der Galaxy setzen. 4-mal erreichte die Galaxy das Endspiel. 2-mal wurde sie World Bowl-Sieger. Kein anderes Team der Liga hatte im Verlauf ihrer Geschichte mehr Zuschauer. Zusammen mit Barcelona ist das Team von Anfang an dabei. Wer einmal von der Galaxy Euphorie gekostet hat, wird nie mehr von ihr loslassen. Go on, Galaxy!
hier von